Im April 2013 machte ich etwas durch, worüber ich lange Zeit nicht sprechen durfte. Mir wurde sogar eine beachtliche Geldsumme gezahlt, wenn ich im Gegenzug eine 10-Jahres-Verschwiegenheitsvereinbarung unterschreibe. Jetzt, da diese Zeit abgelaufen ist, habe ich auch meine Optionen überdacht. Ich könnte einfach Gras darüber wachsen lassen und nie wieder davon sprechen. Ich kann nichts gewinnen, wenn ich mich dazu äußere, hätte allerdings viel zu verlieren. Andererseits ist dies lediglich ein anonymer Online-Post und Worte haben auf diese Weise weniger Bedeutung. Also, West Virginia. Es war heißer als sonst ohne einen Hauch von Wind. Ich war auf dem Heimweg von einem Besuch meiner Tante. Sie hatte sich das Bein gebrochen und konnte das Haus nicht verlassen. Ich war jedenfalls auf dem Heimweg und fuhr auf der I-64 aus Lewisburg heraus. Alles fing mit dem Radio an. Darin lief ein Song von Macklemore, den ich schon 100 Mal gehört hatte. Der Ton wurde in einem schnellen Staccato ein- und ausgeschaltet und verschwand letztendlich ganz. Ich hörte dann, wie Fahrzeuge hupten und sah, wie sich ein Stau bildete. Die Bäume schwankten, als ob ein größer werdender Druck auf sie ausgeübt wurde, und ich hörte, wie ein Windstoß gegen die linke Seite meines Wagens blies und mich zwang, gegenzulenken. Als eine Staubwolke vorbeiflog und die Windschutzscheibe verschmutzte, schloss ich kurzerhand das Schiebedach. Dann hörte ich ein Grollen. Es klang wie Donner, der aus dem Boden kam. Wie ein ächzendes Gebrüll, das von Sekunde zu Sekunde lauter und deutlicher wurde. Als es seinen Höhepunkt erreichte, konnte ich Bäume umstürzen sehen. Ein kleiner Kia geriet ins Schlingern und kam von der Straße ab, und als das Geräusch abklang, brach auf der Straße das pure Chaos aus. Einige wechselten verzweifelt die Spur, andere traten auf die Bremse, und meine Tür wurde zerkratzt, als ein Wagen zu nah an mir vorbeiraste. Aus dem Radio ertönte eine automatische Meldung. Es handelte sich um einen lokalen Katastrophenalarm, der als geologisches Ereignis bezeichnet wurde. Und wir wurden aufgefordert, alle Klimaanlagen auszuschalten, das Tempo zu drosseln und die nächste Ausfahrt anzusteuern. Die Ansage wiederholte sich in einer monotonen Stimmlage. Geologisches Ereignis, keine Klimaanlagen, langsam fahren, die nächstgelegene Ausfahrt ansteuern. Es vergingen Minuten und weiter unten auf der Straße bildete sich bereits ein Stau, denn Polizeibeamte blockierten die Fahrspuren in alle Richtungen, sodass nur noch eine Highway-Ausfahrt übrig blieb. Einige Leute versuchten, die Barrikaden zu durchbrechen, wurden jedoch mit vorgehaltenen Waffen zurückgedrängt. Ich konnte Beamte mit Gasmasken und Schutzschilden sehen. Dann winkte man uns heran. Ich folgte der Ausfahrt und wurde nach rechts auf ein offenes Feld geleitet, das als eine Art improvisierter Parkplatz herhalten musste. Die Fahrzeuge wurden hineingewunken und so geparkt, dass wir eingekesselt waren und keinen Platz hatten, um unsere Türen in irgendeine Richtung zu öffnen. Es sei denn, man parkte außen am Rand. Es gab 4 Reihen mit etwa 10 bis 15 Fahrzeugen pro Reihe und unzählige weitere wurden die Straße weiter runter abgestellt. Der Platz war voll und ich saß in der 2. Reihe fest, etwa 6 Fahrzeuge in Richtung Mitte. So ziemlich jeder um mich herum war am Telefonieren. Ich hatte jedoch niemanden, den ich anrufen konnte, aber es schien ohnehin ein Problem mit dem Empfang zu geben. Das Radio wiederholte noch immer die Notfallmeldung, während die Stimmen um mich herum lauter und lauter wurden. Ein Mann, 2 Fahrzeuge links von mir, lehnte sich aus einem Türspalt und schrie die Beamten an, sie sollen seine Fragen beantworten. Diese antworteten auch sofort mit einem Warnschuss, direkt in die Luft. »Bleiben Sie in Ihrem Wagen«, schrien sie. »Verriegeln Sie die Türen, ich sage es nicht noch einmal.« Einige Leute filmten, aber es schien Probleme beim Hochladen zu geben. Ich glaube, 1 oder 2 Videos des Beamten, der in die Luft schoss, gingen noch online, aber wir verloren das Netz und es dauerte nicht lange, bis die Telefonsignale vollständig blockiert waren. Sie patrouillierten hin und her. Uns wurde gesagt, wir sollten in unseren Fahrzeugen bleiben. Fenster hoch, Türen geschlossen und verriegelt, Motoren aus. Ich konnte die Leute in den anderen Fahrzeugen reden hören. Jemand sagte, bei dem geologischen Ereignis sei Erdgas ausgetreten und brennende Motoren könnten eine Explosion auslösen. Andere sprachen von einem Terroranschlag. Aber es gab keine Antworten und die Beamten waren nicht sehr gesprächsbereit. Nach etwa 1 Stunde wurde es jedoch hässlich. Die Leute waren hungrig, durstig und unruhig. Einer der Beamten ging durch die vorderen Reihen und verteilte Wasserflaschen, Cracker und Schmelzkäsescheiben. Er musste von Fahrzeug zu Fahrzeug gehen, wobei er die Motorhauben mit seinen Stahlkappenschuhen verbeulte. Sie verteilten auch dicke, schwarze Plastikhygienebeutel für Leute, die sich erleichtern mussten. »Benutzt sie, verschließt sie und werft sie vor die Tür. Danach abschließen und warten«, sagten sie.
Ich kroch auf den Rücksitz, zog meine Mütze herunter und versuchte mich zu entspannen. Ich spielte ein paar Spiele auf meinem Handy, aber der Akku war fast leer, also beschloss ich, ein Nickerchen zu machen, um ihn zu schonen. Der Schweiß brannte mir in den Augen, aber nicht, weil es so warm war, sondern weil ich so nervös wurde. Egal, was ich tat, ich fühlte mich gefangen und das Auto wurde immer kleiner. Ich konnte nicht aussteigen, selbst wenn ich wollte, und es tat mir körperlich weh, wenn ich daran dachte, wie wenig Kontrolle ich über die Situation hatte. Fühlt sich so Klaustrophobie an? In der vordersten Reihe diskutierten ein paar Beamte etwas. Einer von ihnen trug einen weißen Baumwollhandschuh, mit dem er die Motorhaube eines der vorderen Fahrzeuge abwischte. Der Handschuh wurde ausgezogen und in einen Beutel gesteckt, der wiederum mit einer Heißluftpistole versiegelt wurde. Ich hatte den Eindruck, dass unsere Fahrzeuge mit irgendetwas verdreckt waren, und mit dieser Meinung war ich nicht allein, denn zu meiner Linken saßen zwei Studenten, die ebenfalls darüber diskutierten. Milzbrand, sagte der eine. Das muss es sein. Nein, Goldstaub, kicherte der andere. Die wollen nur nicht teilen. Weißt du was, stöhnte der Erste. Ich hoffe wirklich, du hast recht. Hast du zwar nicht, aber ich hoffe es. Fick dich einfach. Kurz darauf schaltete ich mich in das Gespräch ein und bot eine andere Erklärung an. Etwas Brennbares. Etwas, das explodieren könnte, wenn die Motoren starten würden. Und sie waren ebenfalls bereit, dies in Betracht zu ziehen. Die Personen hinter mir konnten mich zwar nicht hören, aber der Fahrer hielt eine Notiz hoch mit der Aufschrift: Wenn wir es nicht wissen, müssen es Außerirdische sein. Im Wagen saßen ein Mann in seinen 50ern und vermutlich seine Tochter. Ich konnte nicht erkennen, ob sie es ernst meinten. Jedenfalls lachten sie nicht. In den anderen Fahrzeugen saßen noch ein paar andere Leute. Ein Mann in einem schwarzen Hemd, der aussah wie ein Prediger ohne Kragen. Zwei Frauen mittleren Alters mit einem Kind auf dem Rücksitz. Ein dicker Mann, der Johnny Cash aus seiner Stereoanlage dröhnen ließ, und ein Ehepaar mit einem Sohn im Teenageralter, der unaufhörlich gegen die Fensterscheiben trommelte. Wir saßen etwa zwei, vielleicht zweieinhalb Stunden fest, als ein Lastwagen mit einem großen Wassertank vorfuhr. Er war nicht gekennzeichnet und sah zivil aus. Als er anrollte, riefen sie über das Megafon. Wir werden Ihre Fahrzeuge abspritzen, sagten sie. Lassen Sie alles verschlossen und verriegelt. Danach decken wir Ihr Fahrzeug mit einer Schutzfolie ab, bis es getrocknet ist. Anschließend lassen wir Sie geordnet abfahren. Ich wiederhole. Den meisten von uns fiel ein Stein vom Herzen. Nun war es nur noch eine Frage der Zeit. Es wurde schon dunkel. Sie stiegen auf die Fahrzeuge und spritzten sie gründlich ab. Es roch nach Chlor, also hatten sie wahrscheinlich etwas ins Wasser gemischt. Als sie meinen Wagen erreicht hatten, traten sie heran und überprüften das Schiebedach, vergewisserten sich, dass es geschlossen und gesichert war. Dann spritzten sie es ab und tauchten es in einen chemischen Gestank. So einem, der einem bis in die Atemwege kriecht. Es dauerte lange, bis sie fertig waren, mindestens ein oder zwei Stunden. Danach rollten sie an der kurzen Seite des Parkplatzes eine Art Plastikplane aus, wie man sie zum Schutz vom Schwimmbecken oder als Regenschutz für Fußballfelder verwendet. Mit zwei Einsatzfahrzeugen zogen sie die Plane langsam über den gesamten Platz und sicherten die Ränder mit großen Steinen. Bitte bleiben Sie ruhig, riefen sie, während die Plane über uns rollte. Ich weiß, es ist unangenehm, aber es ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Sobald die Säuberung abgeschlossen ist, können Sie gehen. Bleiben Sie zu jeder Zeit in Ihrem Fahrzeug. Ich wiederhole. Ich tat, was mir gesagt wurde, blieb drin und sah zu, wie die Plastikplane über mich hinwegfegte. Es war, als würde ich lebendig begraben werden. Alle Lichter gingen aus und ließen mich in völliger Dunkelheit zurück, begleitet von den undeutlichen, körperlosen Stimmen der anderen. Die Studenten unterhielten sich darüber, wohin sie als nächstes gehen würden. Dann hupte jemand. Ich war mir nicht sicher, ob er damit seine Unterstützung oder seinen Unmut ausdrücken wollte. Jemand anderes jubelte. Ich nahm meinen letzten Schluck Wasser, spülte damit den letzten Cracker hinunter und setzte mich wieder auf den Fahrersitz. Ich konnte hören, wie die Plastikplane aufhörte, sich zu bewegen und sie ihre Einsatzfahrzeuge abstellten. Geduldig wartete ich, da ich annahm, dass es vielleicht noch eine Stunde oder so dauern würde. Sie hatten uns nicht wirklich einen Zeitplan gegeben, aber ich konnte etwas aufatmen. Irgendwie. Ich schwankte hin und her zwischen dem Gefühl, die Hände am Lenkrad zu haben und dem Gefühl, in einem Metallsarg festzusitzen. Es war so dunkel und alles roch nach Plastik und Chemie. Als wäre es eine Autowaschanlage, die in der Zeit stecken geblieben ist.
Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, achtete ich mehr auf die Hintergrundgeräusche. Ich versuchte, die verschiedenen Diskussionen aus den Fahrzeugen in der Nähe auszublenden und irgendwo in der Ferne vernahm ich laute Stimmen. Sie kamen nicht aus den Fahrzeugen, sondern von den Beamten. Worüber auch immer sie sprachen, es war eine hitzige Diskussion. Eine weitere Stunde verging und die Leute wurden ungeduldig. Die einen hupten, andere schrien und forderten Antworten. Mein Bein zitterte unaufhörlich und je mehr ich ans Aussteigen dachte, desto kleiner kam mir das Auto vor. Meine Konzentration lag zu sehr auf Dingen, die ich nicht kontrollieren konnte. Ich hatte Durst und kein Wasser mehr, musste auf Toilette, wollte mir die Beine vertreten und einen Spaziergang machen. Ich wollte frische Luft atmen und diesen schrecklichen, chemischen Geschmack aus meinem Mund bekommen. Ich hörte Autos anfahren und beschleunigen. Irgendwo an der Seite bewegte sich der Lastwagen. Sie müssen in Ihrem Fahrzeug bleiben, schrie eine Stimme über das Megafon. Verlassen Sie das Fahrzeug nicht, egal aus welchem Grund. Bleiben Sie in Ihrem Fahrzeug. Einige rasten davon. Nicht viele, aber ein paar. Dann Stille. Die Beamten ließen uns dort zurück. Ein paar Leute hatten ihre Handys gezückt und benutzten sie als Taschenlampen, um sich umzusehen. Und als ich auf das Meer von Fahrzeugen blickte, die alle unter dieser dunklen Plane gefangen waren, konnte ich eine Handvoll Lichter sehen, die von scharfen Silhouetten unterbrochen wurden. In der Dunkelheit konnte ich nicht erkennen, wer wer war. Es waren alles nur Menschen. Irgendwo im Hintergrund hörte ich ein Quietschen, ein metallisches Klirren, wie zuvor, als die Beamten auf unsere Fahrzeuge kletterten, um uns unser Wasser zu bringen. Es gab einen vorsichtigen Jubel, als einige Leute dachten, sie würden die Plastikabdeckung entfernen. Aber dies war nicht der Fall. Stattdessen hörte man weitere Schritte. Der Jubel verstummte langsam, als immer mehr Schritte über unsere Fahrzeuge liefen und nach einem Dutzend hörte ich auf zu zählen. Die Silhouetten wurden still. Sie hielten alle den Atem an und warteten auf eine Antwort. Was zum Teufel war da los? Was war das für ein Geräusch? Irgendwo zu meiner Rechten hörte ich eine Stimme. Wer ist da oben? Es klang wie ein älterer Mann. Ich hatte vorhin einen Pickup in der Richtung gesehen und, fast als wäre es eine Reaktion darauf, verstummten die Schritte. Ein leises Klicken ertönte, als würde jemand mit der Zunge gegen den Gaumen schnalzen. Klick, klick, klick. Aus der Ferne ein Klicken als Antwort und von irgendwo links von mir ein paar weitere Klicks. Dann eine Kaskade davon. Dutzende, womöglich Hunderte. Da war ein schrecklich klingendes metallisches Geräusch zu meiner Rechten. Ein splitterndes Glas, ein Schrei, eine kurze Unterbrechung, gefolgt von unregelmäßigem Hupen. Eine der Silhouetten in der Ferne verschwamm, als etwas die Plastikabdeckung durchtrennte und die Windschutzscheibe durchschlug. Irgendwo in der ersten Reihe wurde das Dach eines Wagens aufgeschlitzt und jemand wurde aus seinem Sitz gerissen. Zwei Fahrzeuge weiter hinten ging noch mehr Glas zu Bruch. Es klang, als wäre ein wildes Tier eingedrungen. Auf der Beifahrerseite sah ich einen schwachen roten Schimmer. Ich bekam keine Luft mehr. Ich spürte, wie mein Herz in meiner Brust hämmerte und mein Arm zu zittern begann. Meine Hände krampften sich um das Lenkrad und ich fühlte, wie mir der Schweiß von der Stirn tropfte. Ich konnte es nicht kontrollieren. Ich konnte nicht einmal sehen, was vor sich ging, aber diese Geräusche, diese Schrei, sie weckten etwas Ursprüngliches. Dies war eine Gefahr, eine Bedrohung und mein Körper wusste es lange bevor ich es wusste. Die Studenten im anderen Wagen duckten sich. Einer von ihnen winkte mit der Hand, als wolle er mir sagen, ich solle in Deckung gehen. Ich nickte und kroch auf den Rücksitz, aber ich konnte nicht sehen, wohin ich meine Hände und Füße steckte. In der Dunkelheit ist einfach alles anders. Als ich über den Sitz stolperte, stieß ich versehentlich mit dem Fuß gegen die Hupe. Nur ein kurzes Antappen, ein Bruchteil einer Sekunde, aber für mich war es das lauteste Geräusch der Welt. Ich lag bauchlinks auf dem Rücksitz und innerhalb von Sekunden kletterte etwas Schweres auf die Motorhaube meines Wagens und ich spürte, wie sie einknickte. Es war viel schwerer als der Mann, der die Wasserflaschen verteilt hatte. Ich hielt mir die Hände vor den Mund, um das Keuchen zu unterdrücken, aber stattdessen schnaubte ich nur Schweiß. Meine Nase brannte, während ich mir auf die Zunge biss und auf jedes metallisches Ächzen lauschte, als sich das, was da draußen war, umherbewegte. Klick, klick. Und hinter meinem Wagen kam ein Klicken als Antwort. Kein Licht war mehr zu sehen. Alle duckten sich und verstummten. Ich drückte mich gegen die Tür hinter dem Fahrersitz und versuchte, mich so klein wie möglich zu machen.
Ich hörte, wie der Rahmen des Wagens quietschte, als sich langsam etwas bewegte. Als es mein Schiebedach erreichte, gab es ein leises Knacken. Das brachte es zum Stehen. Wieder ein Knacken. Ich schüttelte lautlos den Kopf, als würde ich das Auto auffordern, damit aufzuhören. Das Ding würde kaputt gehen. Und das tat es auch. Meine Beine wurden mit Glas überschüttet, als ein großes Stück der Plastikhülle in meinen Wagen krachte. Etwas Großes fiel auf den Vordersitz, der noch von der Schutzfolie bedeckt war. Es zuckte und wirbelte herum. Sein Klicken verwandelte sich von einem vorsichtigen, fragenden Geräusch in ein nicht enden wollendes Trommelfeuer. Es rief um Hilfe, alarmierte andere. Und es bahnte sich ein Weg durch das Plastik. Schritte kamen in meine Richtung. Manche sprangen von Wagen zu Wagen. Manche sprangen weit und schnell genug, um ein Fahrzeug zu überspringen. Innerhalb von Sekunden würde ich überrannt werden. Ich fummelte mit den Händen herum und schnitt mir dabei versehentlich den Daumen an einer Glasscherbe. Ich schaffte es, die Tür zu öffnen, aber selbst an der breitesten Stelle und selbst wenn ich die Tür gegen den Wagen der Studenten drückte, war nicht genug Platz, um auszusteigen. Dennoch musste ich es versuchen. Ich quetschte mich in den Spalt und atmete so tief wie möglich aus, um meinen Brustkorb abzuflachen. Während das Ding herumwirbelte, fühlte ich, wie sich meine Sicht verschlechterte. Schwarze Flecken erschienen am Rand meines Sichtfeldes und meine Arme wurden schwach. Aber wie durch ein Wunder schaffte ich es durch den Spalt. Als ich mit dem Gesicht auf dem Kies des provisorischen Parkplatzes aufschlug, spürte ich das Brennen der verbliebenen Chemikalien. Ich unterdrückte meinen Instinkt zu rennen, blieb auf dem Bauch liegen und zwang mich, unter meinen Wagen zu kriechen. Da waren noch mehr von ihnen. Einige kletterten hinauf, andere hinunter. Meine Brust wurde auf den Boden gedrückt, als sich das Gewicht verlagerte. Ich hörte das Glas der Windschutzscheibe zerspringen und Stoff reißen. Irgendetwas steckte da oben fest und es war wütend, wie ein gefangenes Tier. Ich hörte, wie die Studenten einander etwas zuflüsterten und versuchten, ruhig zu bleiben. Einer versicherte dem anderen, dass sie sich nur verstecken, ruhig bleiben und abwarten müssten. Dann knallte etwas gegen die Tür, aus der ich herausgeklettert war. Sie wurde gegen das Nachbarauto gepresst und fiel einfach zu Boden, völlig aus den Angeln gerissen. Ein tintenschwarzer, vogelähnlicher Fuß berührte den Boden direkt neben mir. Ich sah ihn mir sehr genau an. 3 Zehen nach vorne, eine nach hinten, alle mit Krallen. Anisodaktylfüße, ähnlich denen vieler Raubvögel und größer als ein menschlicher Fuß mit glatter, öliger Haut. Es muss schwer gewesen sein, mindestens 180 Kilo. Wenn das klickende Geräusch aus seinem Mund kam, kann ich davon ausgehen, dass es etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen war. Oder größer. Es könnte gebückt gewesen sein. Wie es das Ding jedoch schaffte, durch die Lücke zwischen den Fahrzeugen zu laufen, ist mir ein Rätsel, aber ich vermute, dass es sehr dünn war. Es bewegte sich von meinem Wagen zu den anderen, als würde es nach etwas Ausschau halten. Ich konnte in der Dunkelheit kaum etwas sehen, aber dieses Ding schien sich perfekt orientieren zu können. Es stieß gegen nichts. Ein Klopfen an die Scheibe des Wagens hinten rechts von mir ließ jemanden aufschrecken. Ein kurzer Schrei und die Jagd begann. Diesmal war es anders. Es muss eine Art Kettenreaktion ausgelöst haben, denn plötzlich wurde links und rechts die Plastikabdeckung aufgerissen. Menschen krochen aus ihren Fahrzeugen. Jemand trat gegen die Windschutzscheibe. Ein anderer versuchte, seine Tür zu öffnen und ich hörte, wie diese gegen die Seite des Wagens neben ihm schlug. Und in der Ferne waren ein paar Schüsse zu hören. Die Studenten neben mir rissen ihre Türen auf und folgten meinem Beispiel. Sie rollten sich auf den Boden und unter ihren Wagen. Es drang etwas mehr Licht herein, da die Plastikplane oben aufgerissen war. Ihre Gesichter waren rot von den Tränen und einer versuchte verzweifelt, mit seinem Telefon Hilfe zu rufen. Der andere riss ihm das Handy aus der Hand und es kam zu einem kurzen Handgemenge, das damit endete, dass sie den Klingelton anstellten und das Telefon über den Boden so weit wie möglich nach links schlittern ließen. Das Fahrzeug, unter dem das Telefon landete, wurde kurzerhand demoliert. Jede Scheibe wurde zerschmettert, die Insassen herausgezerrt. Ich hörte sogar das Knirschen, als ein Sitz in 2 Teile gerissen und weggeschleudert wurde. In Sekundenschnelle wurde ein ganzes Fahrzeug in Stücke zerlegt, als ein Dutzend dieser Dinge übers Herr fielen. »Halt die Klappe«, wiederholte einer der Studenten. »Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe!« Etwas griff unter meinen Wagen, kratzte an meiner Schuhsohle und riss ein Loch bis zu meinem großen Zeh hindurch. Wie eine Eidechse huschte ich vorwärts. Die Studenten bemerkten es und folgten mir. Ich glaube nicht, dass sie viel darüber nachgedacht haben,
Es war einfach eine mögliche Bewegung und sie stürzten sich darauf. Ich kam zwei Fahrzeuge weiter, bevor ich feststeckte. Da war etwas Dunkles im Weg, an dem ich nicht vorbeikam, ohne mich zu verraten. Ich konnte nicht sehen, was es war, aber es dauerte nicht lange, bis ich es herausfand. Da war ein fleischiges Knacken, als würde jemand Teile aus einem Stück Fleisch herausbeißen. Es kämpfte sich durch den Stoff der Kleidung und machte ein schnappendes Geräusch, als die Fäden nachgaben. Eine noch warme Blutlache ergoss sich unter dem Wagen und beschmutzte meine Fingerspitzen. Eines dieser Dinge hatte jemanden gefressen. Ich kaute mich zusammen und versuchte ans Atmen zu denken. Und so lag ich da und wartete auf eine Chance. Irgendeine Chance. Mindestens eine Stunde lang lag ich dort und hörte jeden Bissen, jedes Knacken der Knochen, jedes Schnappen der Sehnen. Zufriedene Klicklaute, und als es seine Mahlzeit beendet hatte, wanderte es davon und schleppte die Überreste mit sich. Sie bewegten sich vorwärts. Etwas Schweres lief über das Fahrzeug, unter dem ich mich versteckt hatte, und zog einen Körper mit sich. Langsam verebbten die Schritte. Es wurde wieder still, und in dieser Stille fand ich meinen Halt. Ich kämpfte mich an den Rand der Plastikplane, lauschte ein letztes Mal, schob eines der Gewichte zur Seite und schlüpfte hindurch. Sie waren weg und ich war draußen. Ich spürte, wie sich mein Brustkorb entspannte und ich wieder atmen konnte. Ich wollte vor Erleichterung weinen. Eine Brise kam auf, trocknete den Schweiß auf meiner Stirn und trug den Geruch von Gras mit sich. Als ich zurücktrat, wandte ich mich dem Meer von Fahrzeugen zu, um zu sehen, wie groß der Schaden war. Und dann sah ich eines. Es stand etwas abseits auf dem Dach eines alten Honda. Auf den ersten Blick sah es aus wie eine große Person, die mit glatter, schwarzer Tinte bedeckt war. Aber wenn man genauer hinsah, konnte man die seltsamen, vogelähnlichen Füße erkennen. Die spitzen Krallen. Die lange Reihe von haifischähnlichen Zähnen in einem viel zu breiten Mund. Ich erstarrte, als sich das Ding zu seiner vollen Länge aufrichtete. Weit über 2 Meter groß. Es sah aus, als wollte es sich auf mich stürzen. Ich hatte nichts, womit ich mich hätte verteidigen können. Auch konnte ich mich nicht plötzlich bewegen. Das Ding hätte mich bereits noch, bevor ich auch nur halb unter dem Wagen wäre. 100 Gedanken schossen mir durch den Kopf, aber ich konnte nichts tun. Ich hatte keine Möglichkeiten mehr. Doch das Ding sah mich nur an. Es hob ein Stück rohes Fleisch hoch und das Blut tropfte auf die Plastikplane. Es schaute mich neugierig an und nahm einen Bissen. Dann, als wäre nichts geschehen, sprang es scheinbar gesättigt davon. Zitternd wie ein trockenes Blatt wurde ich zurückgelassen. Und als auch die letzte dieser Kreaturen verschwunden war, blieb nur noch die Panik. Es dauerte nicht lange, bis die Beamten zurückkehrten. Die Plastikplane wurde entfernt, aber nach Hause durften wir nicht. Nicht nach dieser Sache. Einige unterschrieben eine Verschwiegenheitsvereinbarung und konnten sofort gehen. Sie durften nicht über das Geschehene sprechen und erhielten im Gegenzug eine hohe Versicherungssumme. Andere forderten Antworten und wurden wegen Behinderung der Justiz verhaftet. Wieder andere gerieten in Panik und mussten von medizinischem Personal durchgecheckt werden. Insgesamt starben 14 Menschen. Es wurden viele Ursachen genannt. Massenkarambolage, Kohlenmonoxidvergiftung, ein Tierangriff. Ich glaube, es war auch von einem entflohenen Sträfling die Rede. Überall gab es Ausreden und die Zeitangaben waren allesamt falsch. Diese waren über mehrere Tage verteilt, damit sie besser in die Unfallstatistik passten. Und wenn man nach Hause wollte, um die Versicherungssumme zu bekommen, musste man zuerst eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Und das habe ich auch getan. Ich weiß, dass die Studenten es auch gemacht haben. Es ist ein gottverdammtes Wunder, dass sie es rausgeschafft haben, aber ich habe sie gesehen. 34 Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. 18 Menschen wurden verwundet, 6 davon schwer und 4 verloren mindestens eine Gliedmaße. Einem Mann wurde der Arm auf halber Höhe des Schlüsselbeins abgerissen. Ich frage mich, wie er das überlebt hat. Die meisten Menschen haben diese Dinger nicht aus der Nähe gesehen. Sie erinnern sich nur an die Schreie und das zerberstene Glas. Und das ist manchmal alles, was ich nachts höre. Wenn ich die Augen schließe, erinnere ich mich daran, wie ich unter dem Wagen lag und den Druck spürte, als sich das Gewicht verlagerte. Das Atmen fällt mir nach wie vor schwer. Ich glaube, ein Teil von mir steckt immer noch dort fest. Ein Teil von mir ist unter meinem Wagen geblieben.